einfach nur noch heilig gewesen. Ich habe kaum ein Wort vor mir gegeben. Ich bin einfach nur in dem Zimmer drin gewesen. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass ich in dem Haus innen bin? Na gut, es ist ja so gewesen, dass das Haus zum Verkauf angeboten worden ist und ich mich dann mit dem Vorwand gemeldet habe, dass ich das Haus gerne kaufen würde. Es ist natürlich klar, dass ich das Geld dazu nicht hätte gehabt. Ich habe trotzdem in dem Haus drin haben wollen sein, es sei mir verzeiht. Und macht so etwas bitte nicht noch, okay? Ich bin dann an dem Tag mit dem Zug auf Rupperswil gefahren. Mit einem zugegeben komischen Gefühl, weil es ist schon komisch, ich habe ganz genau gewusst, wo. Ich bin dann gekommen und dann hat mich eine Frau in Empfang genommen. Wer genau das war, das behalte ich jetzt mal für mich. Eine sehr sympathische, nette Frau. Und wo ich dann so in das Haus gekommen bin, ist es für mich richtig krass gewesen. Also richtig heftig. Wie man ja weiß, also wie ich ja gewusst habe, was in dem Haus drin passiert ist, ist das schon recht krass. Und wenn man so wirklich alles, jeden Bericht durchgelesen hat, wie ich, ist es dann auch ein bisschen, man weiß ganz genau, was, wo wir, wo ist passiert. Das ist recht krass gewesen und da hat man zuerst den Keller und dann Erdgeschoss angeschaut und ich konnte das nicht vorstellen. Ich habe zittert, ich habe Gänsehaut gehabt. Ich habe mich zwar ganz cool gegeben, weil ja, ich natürlich nicht will, dass die Frau da merkt, wieso ich eigentlich grundsätzlich in das Haus gehen wollte. Ich hatte also vorgegeben, ja, ich habe zwei Kinder und eine Frau. Und ich habe einen Job in Rupperswil bekommen und suche jetzt das Haus. Wie gesagt, mache das bitte nicht nach. Ein Stock höher aufgegangen zu den Schlafräumen. Und alter Schwede, es hat drei gegeben, ein grosses, eins, das so halb gross war und noch ein kleines Zimmer. Es ist natürlich klar, im grossen Zimmer war die Mutter, beziehungsweise umgebracht worden, im mittelgroßen Zimmer der Brüder und die Freundin, also sprich der ältere Bruder, und das kleine Zimmer, das war am brutalsten gewesen. Weil dort drinnen ist nicht nur der 13-jährige Davin umgebracht worden, nein, er ist in dem Zimmer dort auch mit
missbraucht wird. Und das ist... Also, ich... Also, ich möchte das... Ihr müsst das so sehen. Ich schreibe sehr brutale Bücher. Thriller. Wie auch mein letztes Buch, das man kaufen kann. Aber das Gefühl, wo ich in dem Zimmer drin hatte, vor allem wie man es ja weiß, ist einfach noch heavy gewesen. Ich habe kaum ein Wort vor mir gegeben. Ich bin einfach nur in dem Zimmer drin gewesen. Und ich habe mich keinen Zentimeter bewegt. Wenn man ganz genau weiß, was in dem fucking Zimmer passiert ist. Man, die anderen Zimmer sind schon krass gewesen, aber das ist nicht mehr zum Überbieten gewesen. Ich weiß nicht, mit was man das kann vergleichen. Ich habe die Familie zwar nicht kennt oder die Leute dort, aber es fühlt sich so nah. Ich habe alles durchgeforscht, wirklich alles. Es ist richtig, richtig heavy. Aber es ist schon krass gewesen. Ich bin dann, wo ich in dem Haus drin war, bin ich zum Friedhof und habe dann auch die Grabstätte besucht von diesen vier Leuten. So, das war es von dem Vlog. Ich habe einen anderen Vlog. Ich wünsche euch jetzt aber trotzdem eine ganz gute Restwoche und ein ganz schönes Wochenende. Abonniert doch den Kanal, lehnt euch es Like da und schreibe vor allem in Kommentaren, ob ihr das normal findet, was ich gemacht habe, oder ob das ziemlich krank war oder sogar verantwortungslos von mir. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute und bis bald. Ciao zusammen.